Hallo liebe YouTuber, ich bin's, eure Gaming-Kati und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute sprechen wir über das wunderschöne Museum und was bis jetzt alles bekannt ist. Viel Spaß! Nummer 1. Das Fangbuch. Wie die meisten Menüs in Animal Crossing New Horizons kann das Fangbuch nun als App auf dem Nook-Phone gefunden werden. Zum einen enthält das Fangbuch jetzt Details, die die aktiven Monate und Stunden des Tages für jedes Tier anzeigen, die ihr bisher gefangen habt. Ebenso erkennen wir hier, welches Tier bereits an das Museum gespendet worden ist und welche nicht. Und auch kann man deutlich erkennen, dass es zwei verschiedene Arten von Schildkröten geben wird. Was wir ebenfalls im Fangbuch erkennen oder eben nicht erkennen, ist, dass du nur Insekten oder Fische hast, die du eintragen kannst. Und nirgendwo sieht man Seeungeheuer, die du durch die Tauchfunktion fangen konntest. Liegt es daran, weil der Spieler generell noch keine Tiefseetiere gefangen hat und sich somit das Fangbuch nicht erweitern konnte? Oder liegt es daran, dass diese Funktion gar nicht mehr unterstützt wird? Was noch mega cool ist, ist die Möglichkeit, dass du bei Nepp und Schlepp Fischköder kaufen kannst, die du dann zum Angeln benutzen kannst. Aber natürlich kannst du dir die Fischköder auch einfach selber craften, indem du einfach die Muscheln, die am Strand vergraben liegen, ausgräbst und diese als Material dafür benutzt. Wird dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dann seltene Fische zu kriegen? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Nummer 2. Eugen und Euphemia. Zunächst müsst ihr wissen, Eugen startet genauso wie Tom Nook und die anderen in einem kleinen Zelt, spendet ihm je 15 Fische, Insekten und Fossilien und er baut sich zu dem Museum aus. Und auch soll Euphemia laut diversen Quellen das Museum nachts leiten und die Position von Eugen übernehmen. Aber auch kannst du sie irgendwo auf deiner Insel antreffen und sie wird dir dann höchstwahrscheinlich den magischen Zauberstab geben. Aber diesen kannst du auch selber craften. Und Nummer 3, das Museum. Nun kommen wir zu dem schönen Part, und zwar die Räume des Museums. Es gibt drei Zweige des Museums. Im Osten befindet sich das Aquarium, in dem alle Fische untergebracht sind. Das Aquarium besteht aus mehreren Räumen und die ruhigen blauen Farbtöne und offenen Gehwege und detaillierten Aquarien machen das Durchgehen des Aquariums einfach zu einem echt super schönen und beruhigenden Erlebnis. Mega cool. Ich fand das in New Leaf schon super, super schön und jetzt sehe ich das und denkt mir einfach so, was? Voll gut. Der nördliche Zweig des Museums ist die Fossilienausstattung der Dinosaurier. Nachdem du einen linearen Fahrtweg durchlaufen hast, gelangst du dann später zum weit geöffneten Ausstellungsbereich der Ausstellung. Ebenso siehst du, dass es in einigen Räumen einfach gewisse Stellen gibt, die irgendwie blaue Kreise aufweisen. Das sind gewisse Punkte, wo du dich raufstellen kannst und dann die Kamera irgendwie zurückziehen kannst, damit du einfach viel mehr von den Fossilien an sich sehen kannst. Und nun kommen wir zum westlichen Teil des Museums. Dort wirst du deine Insekten und anderen kleinen Tiere wiedersehen, die du mit der Zeit an Eugen und Euphemia gespendet hast. Es ist jedes Mal wunderschön, diese Wege entlang zu laufen und jedes Mal ein kleines Ereignis mehr, worauf du dich freuen kannst, wenn du durch das Museum läufst. Auch soll es laut diversen Quellen möglich sein, dass sich die Lichter im Museum an die Tageszeit anpassen, sodass es tagsüber hell und nachts dunkel sein wird. Einfach mega cool. Sind euch noch mehr Dinge zu Eugen und dem Museum aufgefallen, die noch nicht auf Gaming-Kati diskutiert wurden? So schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Dann würde ich einfach mal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.